Jo, Tagebuch, Nummer, was weiß ich. Genau. Ich wollte mal gucken, bevor ich jetzt die Wasserwerte ziehe, nach Polypenbild und Wachstum. Danach sieht man erstmal nichts. Ja, kann man sagen, da küttet wieder raus. Basalscheibe wächst weiter hier unten. Sogar die Enzmann, die ich hatte vor dem Umzug, die mir da leider fast kaputt, aber da sehe ich noch Polypen. Vielleicht erholt sie sich wieder. Ansonsten habe ich denke, den Jodgehalt richtig, weil meine blauen Mini-Zinnias, sage ich dazu, wunderbares Blütenbild zeigen. Ja, Schwebstoff habe ich leider immer noch, da muss ich noch was gegen machen. Ich muss auch noch ein bisschen Kohle nach füttern. Den Filias geht's gut. Ja. Bin reichlich bekuschelt, ob sie es wollen oder nicht. Die wachsen auch wie blöd. Aber das ist ja nichts Neues, dass die, wenn die Gänsefuß-Seesterne nicht da sind, gut wachsen. Da habe ich noch ein bisschen Huddel mit, wie man sieht. Ist aber teilweise hier noch den Wildwuchs. Muss ich wieder sauber machen. Ansonsten, große Becken muss man sich gut überlegen. Man kommt nachher gar nicht mehr überall dran. Das habe ich nicht wirklich 100% durchdacht mit 80-80. Aber dafür hat man dann Platz für riesen Korallenstücke, wenn man es mag. Na, kann mich so nicht genug beschweren. Nee, wächst. Steht gut. Tiere sind gesund. Jo. Die putzt sich was dahin. Hatte die Strömung ja verändert. Hier auch zwei Matzbecken. Einer gegen die Scheibe, einer oben. Habe ich schon eine Ringströmung. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Hinter dem sieht man das. Ja, da hinten habe ich zwei noch, die das unterstützen. Zwei Pumpen. Was ist das eigentlich? Ja, genau. Die das hinterspülen. Gleich mal gucken, was die Wasserwerte sagen. Also man muss bedenken, dass man, wenn man das so vergrößert, auch erheblich mehr Wasser wieder auffüllen muss und alles, was man hinzugibt oder braucht, erheblich mehr ist an Calcium, Magnesium, Jod. Genau, das ist halt so, aber dafür haben die Tiere richtig Platz. Richtig Platz. Die fühlen sich auch wohl hier, Mandeleier. Mandarinenfisch. Die suchen. Haben auch genug Futter drin. Ja. Also den Stein habe ich ausprobiert, weil ich mag nicht dieses Eporiv oder so Plastikgedrisse da. Nee, ist mir. Ich habe große Steine zertrümmert. Wie man sieht, hier überall Spalten eingebaut. Sind alle mit Frischzement gemörtelt. Kann man dann auch einzeln abschlagen, wenn es zu groß wachsen später, dass man sagt, okay,
Ich nehme Stein weg, das hat mal Tiefe. So wie jetzt ist, klappt das. Ja, und natürlich alle ganze Aufbau schwebt in 10 cm Höhe. Schlecht für die Einsiedler. ne, das ist so, da wird das auch schön unten noch durchströmt und die meinen, die kriegen Futter. Ihr wollt Futter, kriegt kein Futter. Ja, ansonsten, wenn man die Ecken nicht sieht und verbaut, wirkt das nochmal erheblich größer, weil das Auge das nicht fassen kann und dadurch wirkt das eigentlich riesig. Auch wenn es groß ist, wird es noch größer. Genau. Aber ich werde mir noch ein paar Grabende holen. Der ist ein bisschen faul hier. Das war's. Mal gucken, was die Wasserwerte sagen. Mal gucken. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ja. Dann muss ich mal gucken, ob man noch was an Musik hinterlegen kann. Oh, die Scheiben muss ich wieder sauber machen. Jupp. Vielleicht fütter ich sie doch. So betteln.